Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem Teil meines 500 Abonnenten-Specials. Wir werden gleich eine Runde Gartic Phone zocken im Voice-Chat bei mir auf dem Community-Server, wo ihr gerne drauf joinen könnt. Wenn ihr es noch nicht seid, warten bereits einige Leute aus der Community, mit denen wir hier gleich eine Runde zocken werden. So, also jo. Einfach okay, grundlegend, dann. Wie Gartic Phone funktioniert, wisst ihr, denke ich, inzwischen alle, oder? Nein, ja, ich habe mir selbst den Vorschlag gemacht. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ihr wisst, wie das geht. Wenn nicht, dann findet ihr es gleich selber heraus. Ich erkläre jetzt einen Scheißdreck. Also, paar kleinere Regeln. Natürlich keine Begriffe oder irgendwas, was mir auf YouTube einen Strike reindrückt. Sollte klar sein. Und wenn irgendjemand einfach nur ein Wort beim Zeichnen hinmalt, dann fliegt er raus. Punkt. Und was passiert, wenn man echt das nur mit so einem Wort zusammenfassen kann? Zum Beispiel irgendwas, wo man denkt, das erkennt man nichts. Das Einzige, was so leicht erkennbar ist, ist so ein Wort. Also man soll auf jeden Fall nicht das, was man zeichnen soll, so hinschreiben. Wenn man irgendwie was anderes hinschreibt, um es erkenntlich zu machen, das geht. Okay. Aber nicht einfach das hinschreiben, was oben steht. Das wäre Bullshit. Und noch so, keine Ahnung, mir war langweilig, deswegen habe ich mir einen kleinen Twist noch ausgedacht. Wenn irgendwann am Anfang derselbe Satz steht, der am Ende auch rauskommt, gönne ich mir gleich eine Pepperoni. Ja, moin. Weil warum Oliver, nicht? Leute, lass permanent ein Wort nehmen, Günther ist eine Pepperoni. Das geht nicht, weil dann mache ich's nicht. Punkt. Nee, ist gut. Schade. Ihr könnt hier nicht das System dribbeln, wenn ich das System bin. Das System ist das Problem, ja. Na, halt. Niemals. Ich schick euch dann den Link für die Runde. Geht gut. Schlagt euch drum. Ich hab den Account angelegt, wo das angekündigt wurde. Ich hab den Account gemacht, wo jetzt angekündigt wurde. Ich hab den Account seit... Ey, yo, Günni, wann haben wir das allererste Mal Gartic Phone gemacht? Ihr habt Accounts, ihr Leute, und was weiß ich, wann wir das gemacht haben. Jedenfalls länger. Ja, also egal wie lange ist es länger als du, also. Gut. Ja, länger. Okay, nächste Woche von McDonald's, Prügelei 1 gegen 1. Wie alt bist du? Mit Waffen, ja. Was? Ja. Wie alt bist du? Okay, ich will die Katana meines Vaters. Ob das ausreicht. Obwohl, nee, das ist mir zu lahm, dann bist du ein bisschen. Also Leute, das könnt ihr privat ausmachen. Ich würde sagen, korrekt. Wir legen dann los mal geht. Los. Ganz gut. Aber schickt mir ein Video, okay. Ich will das hochladen. Na klar. Ich hoffe einfach mal, der Sound passt auch irgendwie. Also wir haben jetzt den Modus, wo erst, wenn einige Leute fertig sind, ein Zeitlimit kommt. Ich halte es mal ein bisschen PG. Ich habe keine Ahnung, wie der Rest drauf ist. Man sollte es schon PG halten. Dann halte ich es PG. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir nichts ausgedacht vorher. Wow. Ich weiß, ich kann's. So. Ring. Ist so kreativ. Ach du meine Fresse, bin ich kreativ. Meins auch wunderkreativ. Die Kreativität spritzt so aus mir raus. Oh mein Gott. Wow. Nein. Ich bin Fan. Das ist das erste Mal, dass ich ein einzelnes Wort bei Gartic Phone sehe. Mir zu sozial. So, ich bin fertig. Ich weiß, was du meinst. So, an die Person, bin ich die meine fertig, Sache hat. Ich bin doch noch nicht annähernd fertig. So, jetzt müssten alle Person, besser passen. Die Person, die mein Wort hat, tut mir leid. Die Person, die meine Sache hat. Bei mir nicht. Mir tut niemand leid, wenn es um Gartic Phone geht.
Okay, ach, wenn du sowas sagst, ich glaube, ich habe deine Sache. Wäre ich mir nicht sicher. Ich habe ein zu gnädiges Wort für meine Verhältnisse genommen. Dann habe ich deins. Aber es Günther, würde ich glaube, hier wird's. Günther, ich könnte nicht gewöhnen, dass es dein Wort ist, was ich hier habe. Wir werden am Ende sehen, was von wem ist. Stimmt. Also, Meister kennt man auf jeden Fall. Was? Was ist das? Was? Was soll das sein? Also erstmal muss ich sagen, ich bin beruhigt, dass ich nicht als Einziger hier nicht zeichnen kann. Ich meine, das war doch klar. Hä, soll das ein Fenster sein? Was ist das? Ich weiß es nicht, undefinierbar. Ich hab was ganz Tolles. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Was? Yes. Was? Was? Oh mein... Können wir das Video vielleicht noch canceln? Canceln sie WF auf Twitter? Boah, bin ich witzig. Ha. Ich glaube, ich muss meine Pepperoni heute nicht holen bei dem Talent, was hier jeder hat. Ey, sei noch nicht so sicher. Ich hab das, was Günther zuvor hatte. Ich glaube, ich hatte das, was Günther zuerst malen musste. Nein, denn er sagte, das Leiche ist ein Spiel nicht an und fertig. Mein Wort war einfach, aber ich kann nicht zeichnen. Man erkennt das definitiv nicht, was ich gemacht habe. Oh, meins kann man erkennen. So hört man nicht, aber kann man. Oder ihr denkt, ihr erkennt es eindeutig, aber es ist nicht das, was ihr denkt. Yep, das schätze ich mal. Ja, meins kann ich einfach nicht zeichnen. Punkt. Meins ist einfach. Oh, was? Oh mein Gott, was ist das? Ah, ja, okay, ich weiß, glaube ich, was das ist. Oh, High Quality, das fühle ich. Ja, was denn sonst, ne? Was soll es sonst sein? Es muss das sein. Meins ist so behindert, es kann einfach zwei Sachen sein. Kultur. So, ich bin jetzt mal richtig edgy unterwegs. Meine Sache kann einfach zwei Sachen sein. Ah! Was? Was für ein Ding? Hä? Ich weiß nicht, was. Wie soll man den schrauben? Wie soll man den machen? Ach, ich hab eine Idee. Liebe in deinem Herzen, Günni. Du weißt, was zu tun ist. Ich hab kein Herz, ich bin Influencer. Was? Was? Wann das? Nein. Hast du denn wenigstens eine Seele? Dann folge deiner Seele. Die hast du mir auch schon längst weggenommen. Das stimmt. Das kann man verstehen, wenn man der richtige Mensch ist. Du bist ein Walross. Folge deinen Stoßzähnen. Vielleicht wird es dieses Mal ausnahmsweise das Känguru. Nein. Folge den Seemops. So, jetzt ist er das. Jetzt interessant. So, ich interessiere mich jetzt auf mich. Also, legen wir los. Ich wusste es, ich wusste es. Jawohl. What the fuck, das sieht nicht aus wie ein Backfisch. Und trotzdem ist es Fisch. Ich distanziere mich. Och komm! Ich dachte, du machst den Namen. Was? Nein! Ach du meine Fresse, nein! Ich liebe es. Ich bereue es. Ich dachte, du machst den Namen. Ich bereue es auch. Ganz PG. Ganz PG. Scheiße. Was? Oh. Was? Das habe ich mich schon gefragt, was soll das sein? Es sollte eigentlich doch so ein F-Butter werden. Frito! Ganz ehrlich, Junge, ich hab da halbe. Jimmy! Jimmy! Das Konzept hat sich auf jeden Fall. Seht ihr es endlich? Jimmy ist tot! Nein! Ja, sicherlich nicht. Ja! Ui! Oh, das ui! Ja!
Das war klar. Was das zur Hölle klar. Ist die Sorry, Zeichnung? Halt, ich hab halt Teppich hingeschrieben. Ich wäre kurz davor, Teppichboden hinzuschreiben. Warte. Oh Gott. Ich hab sogar die... Seht ihr das? Ich hab sogar die gleichen Farben verwendet. Ach du Scheiße. What the... Oh Gott. Okay. Einfach Minecraft-Spinner. Ich habe genau, gesagt, ich ist das Wort ja nennen. Geblieben. Das Wort ist geblieben. Das Wort ist geblieben. Ist geblieben ja, wartet eine Sekunde. Ich gehe kurz zum Kühlschrank. So, bin ich wieder da. Hab halt keine Facecam oder so, kann da nicht reinzeigen. Aber ich habe hier jetzt ein Glas Pepperoni. Weiß nicht, ob man es hört, wenn ich schüttle. Ein Glas Pepperoni. Ja. Ein Glas eingelegt. Ein Glas. Wenn man eingelegte, noch schlimmer. Ach, eingelegt. Ja, ja, eingelegte Pepperoni. Normaler haben wir nicht. Okay, schade. Ich hab gedacht, du schiebst einfach eine ganze Pepperoni rein, was gut gewesen wäre. Nee, ich hab nur die eingelegten, aber wenn ich eine rausbekomme, gönne ich mir eine. Geil. Rein zufällig bekommst du jetzt aber keine raus. Doch, ich hab grad eine. Oh. Sekunde, ich hol kurz mein Handy, dass ich es zumindest dann reinschneiden kann im Video, wie ich's esse. Ja, lecker. Günther freut sich schon. Och, das, was ich nicht erwähnt habe, ich esse gerne scharf. Oh, das ist unfair. Dafür musst du eine Zitrone essen. Dafür eine ganze Zitrone in den Rachen. Perfekt. Sauer esse ich auch gern. Same. Ich hab mich daran auch erst letztens gewöhnt, das ist der geilste Scheiß. Da müsste man diese komischen... Oh, da müsste man diese ekelhaft scharfen Rahmennudeln essen, die ich hab Idee. Ich bin clickbaited ich hab. Idee. Nö. Da muss ich Günther nicht. Pizza Hawaii essen. Ja. Nein! Ey, sag nichts gegen Pizza Hawaii! Toast Hawaii ist auch scheiße! Ja, Toast Hawaii ist ekelhaft, bitte! Ich hab's auch schon mal gefühlt. So. Ich hab jetzt gerade ein Video auf dem Handy angeschmissen, eine Pepperoni, moin. Ja, die war in Ordnung. Wunderbar. Aber apropos Günni. Wenn du scharf so gern magst, hast du es dir auch schon mal durch die Nase gezogen? Ja. Gut so. So, hab das Video jetzt nur pausiert. Wenn ich später noch eine essen muss, dann mache ich einfach dasselbe Video. Das wird so. Gut. Ich glaube, bei MyBot hast du auf jeden Fall gar keins essen müssen. Ja, ich mache mir auch keine Sorgen, wenn ich hier so sehe, was hier abgeht. Das ist schade. Das ist auch nicht sehr PG. Das ist aber nicht sehr PG, was? Muss ich sagen. Ich Soll man das erkennen? Ich weiß, es ist einfach drin. Wow. Oh, dann kommen jetzt blau. Meine Edgy-Seite. Das ist blau. Ja, da habe ich mir gedacht, wie soll man das malen? Was ist das? Ein Artist. Ein depressives Fenster. Auch gut. Einfach neue Artist geworden. Ach Gott. Was? Das ist ein Insider, den kennst du nicht, aber what the fuck? Das sollte das darstellen. Ah. Ein Wegweiser. Ich weiß es selber nicht. Der Teppichboden vom Flur. Ah, der Herr Kant. Weg. Das ist doch ein guter Weg. Da war ich ganz kreativ. Wow. Gay City. Ich weiß, meine Kreativität zeigt keine Grenzen. Ja, unglaublich. Spielen wir noch eine ich Runde? Weiß. Spielen wir danach noch eine Runde? Erstens spielen wir natürlich noch mehr und wir sind noch nicht mit der hier fertig. Ich will das noch aufbrauchen. Und langweilig. Ich stimme zu. Kunst. Das ist Dino. Nein. Was? Was? Was ist das? Schlange oder Max? Das ist richtig krass. Mein Ansatz war doch so toll. Junge, Schlange oder Max? Das ist das Einzige, das wenigstens etwas Künstliches an sich hat. Also das Gute ist, die Pepperoni bleiben heute den Rest des Videos zu. Was? Mir durftest du aber schon eine essen. Alrighty. Ja, Glückwunsch. Jetzt ich glaube, ich mach's euch sogar einfach mit meinem Wort. Ich mach's euch, glaube ich, einfach. Ja, ich muss ein bisschen überlegen. Ah, hier.
Finde ich gut. Ich hoffe, ich habe das Wort richtig geschrieben. Wahrscheinlich nicht. Gern geschehen. Aber man erkennt auf jeden Fall. Land, so. Eins zu lang, that's was shit. Ja. So. Ich hoffe, ihr kennt alle ich das hoffe, Ereignis. Ich hab's euch nicht zu einfach gemacht. Was? Okay. Bin ich sehr gut. Scheiße. Kann den zwar nicht zeigen, aber. Wer übertreibt? Okay, dann mach ich was ganz normal. Günther, ist übertreibt es ein... komplett, ganz ehrlich. Günther, ist es ein einfach oder so? Und ich hab komplett zu schlimm gemacht, einfach. Nein, es ist schon viel zu einfach, würde ich sagen. Des Regenbogens vergessen. So. Das ist verständlich, das tue ich auch einfach. Mein Wort ist so schwer. Wie kann man sowas zeichnen, denke ich mir. Wer denkt sich, ja, ich mach mal diese Scheiße. Das ist nicht aus irgendeinem besonderen Grund. Ich bin halt erst fertig, weil es einfach so schwer ist, dass man es nicht gut zeichnen kann. Anfänger, ich kann gar nichts gut zeichnen. Das ist schön. Ich auch nicht. Günther, wir hatten vorhin eine Diskussion, wer mit den verranntesten Aufnahmen, also mit den verranntesten Setup hier sitzt. Ich sitze auf einer alten zerranzten Couch, auf einem halb kaputten Tisch, auf meinem alten Laptop mit einer Maus, die spinnt, mit einem alten Headset von Call of Duty, wo man echt immer 1 Millimeter weg aus den Stecker drauslassen kann, sonst funktioniert es nicht. Nee. Na komm, jetzt werdet mal nicht zu langweilig. Das könnte alles sein. Das ist schon ein Begriff, der sehr nah an der Grenze ist. So, ich hoffe, ihr seid alle mit dem Furry-Begriff bekannt und wisst auch, was das bedeutet. Don't. Ja, ich weiß. Keine Sorge, es passt zum Bild. Ich will das nicht einfach so sagen. Ach du Scheiße. Los! Ich weiß es nicht, ich hab's nicht bewusst. Okay, also ich hab auf jeden Fall dein Stand. Das zeichnen. Oh mein Gott, warum? Zur Hölle? Wie kommst du in das Zimmer? Ach, Mann. Ey. Wie kann man das kommt auch so eine Idee. Also, ich find's schön, dass ihr euch alle so viel Mühe gebt, mir Pepperoni zu ersparen, Leute. Danke dafür. Ich sag mal so, ich habe einen einzelnen Buchstaben. Ich muss ihn jetzt... Ich darf ihn nicht aufschreiben, weil sonst werde ich von dir rausgeworfen. Einen einzelnen Buchstaben. Wer hat einen einzelnen Buchstaben geschrieben? Entweder W, L, F. Oder sowas, ne? Ich weiß nicht, weil ich das machen soll. Das könnte meins sein, weil ich bin nicht fertig geworden. Es ist ein einzelner Buchstaben. Mach was du willst, ich schmeiß dich auch nicht raus, wenn du einen Buchstaben malst, wenn da nichts anderes als ein Buchstabe ist. Das kann man ja nicht umschreiben oder sowas. Ich will anmerken, dass ich bisher ungefähr 3 Linien gezeichnet habe. Das ist schön. Zeichne noch eine weitere. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe eine Dello 2 Linien. Ich habe einen Halbkreis und 2 Linien gezeichnet. Jetzt gerade extra dafür gegoogelt. Das sieht irgendwie aus, was ich gerade mache. Ein Skateboard, was irgendwie Halbzeit oder so. Bei meinem Wort kann man ja echt übertreiben. Also, letzten Sekunden ticken mal wieder. Ding dong, the wicked noch bitch fertig. Is dead. Ha, ha, ha. Ding dong ist langsam. Nein! Oh nein, nicht das! Das soll ich bei diesem einen Buchstaben aber das sind so ganz lose Vietnam-Flashbacks von privaten Runden, Gartic Fawn. Soll ich bei diesen Buchstaben einfach nur den Buchstaben oder soll ich mir ein Wort ausdenken mit dem Buchstaben? Wenn einfach nur ein Buchstabe ist, schreibst du einen Buchstaben und wo auch immer, oder schreib irgendwas, ist eh das Letzte, so wenn ich es richtig sehe. Ich hoffe, ich hab's ja nicht geschrieben.
Raclette und Pepperoni mit einem oder mit zwei Bier? Ich bin jetzt so kreativ. Was? Ich konnte nicht zu Ende schreiben. Okay, ja, finde ich. Bekomme ich hin. Wenn ich herausfinde, wer das geschrieben hat, dann gibt's ja aber einen auf die Schnauze! Gewalt ist eine Lösung. Gewalt sei. Okay. Gewalt ist die Lösung, wenn ich bin da. Okay, das war am Anfang schön, wahrscheinlich was ganz schön. Anderes, deswegen. Ja, scheiße, meinst du, es kommt leer. Meinst der Buchstabe wird was anderes gewesen sein. Der Buchstabe muss nur die Zitrone essen. Nö. Doch. Wenn ihr es verkackt, ein Wort hinzuschreiben, scheiße. Ist das nicht mein Problem. Ich glaube, und jemand anderes hatten das hin. Ich hab's euch zu einfach gemacht, diese Runde. Ach du Scheiße! Ich hab's nicht fertig geschrieben und der Buchstabe. der Buchstabe. Ihr habt es nicht mal geschafft, das R klein zu halten. Hier, jetzt ein schwarzes R. Das habe ich ganz interpretiert. Wie kommt das ganz an? Das ist das Problem. Schwarze R! Also, da esse ich keine Pepperoni. Wollte erst Riches, was weiß ich. Das war mir so klar, dass das deins ist. Ah, das ist mit. Was soll der Scheiß? Ich weiß, was das ist. Babygun. What? Da bin ich fertig geworden. Wo bin ich hier? Was? In was Braunes wollte ich schreiben. Das sieht aus wie ein Zensurbalken. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Hilfe! Das ist hier ist Gottes Kreation. Damit herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Oh, ich glaube, ich werde keine Pepperoni essen. Ich habe da nichts hingemacht, weil ich habe das am Ende dann so verkackt. Ich sag das jetzt im Wort und dann. What the fuck? Das nehme ich persönlich? Ja, weil es sagt. Ja, okay, mein. Ja, natürlich. Ich musste mich nur nicht zeichnen. Hallo. Ich kann dich auch nicht zeichnen. Ihr Scheiße. Ich habe ihm bei der Zeit nur so viel Mühe gegeben. Deswegen habe ich ein Gesicht mit zwei Stoßzähnen gemacht. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Trotzdem ist meins eine Missgeburt. Ah, das. Nee, ach, das daher kam das. Ah, wow. Daher kam das. Was eine kreative Zeichnung von mir. Ich hasse es. Ich wusste, Günther, ja. Günther, wer ist dieser Günther? Wer ist Günther? Nein, die Pepperoni. Ich hab da gar nichts, weil ich es nicht wusste. What the fuck? Das erste. Wo sind die Schlussszene? Wo sind die Stoßzähne? Das ist das Wichtigste. Ich muss sagen, das erste war noch relativ gut. Ach du Scheiße. Ihr wollt echt nicht, dass ich irgendwas esse. Das ist das. Daher kam das. Da hatte ich solche Flashbacks, Digga. Die braune Erdbeere. Kuhbaumception. Kennst du noch, Jan? Kennst du noch? Ah, sehr sogar. Ich muss mir das wieder so Das ist irgendein behinderter Inside-Joke, den wir in privaten Runden ständig haben. Und ich weiß nicht, wie es entstanden ist. Nichtsdestominder. Ja, ich und ein Grundschulkamerad hatten auch so einen Inside-Joke. Kam das am Ende raus. Ich find's schön, wie einfach das Gay als einziges geblieben ist. Gay Among Us. Ah, du warst das. Wer denn sonst? Kreativ. Ich weiß. Finde ich auch nicht. Among Us zu machen. Das war Gay. Ist jetzt weiß nicht mehr, was ich für ein Wort nehmen soll. Also ich würde sagen, wir machen jetzt auch die letzte Runde für die Aufnahme. Wunderbar. Dann, jawohl. Ich gebe euch kurz
10 Sekunden, um euch was auszudenken. Mache ich auch selber. Oh mein Gott, Günther, du. Mir fällt gerade was auf, was Günther machen könnte. Aber der ist ehrenlos, wenn er das macht. Was soll denn das heißen? Ich dachte, außerdem, ich kann vieles machen, bei dem ich ehrenlos bin. Ja, aber wenn du das machst, bist du trotzdem eine Pepperoni. Nö. So, ich bestimme, wann ich eine Pepperoni esse. Er ist wie der Fahrscheinkontrolleur, der das gesamte Volk unterdrückt. Hage ich Tee, wissen die Wahrheit. Denn so kann man kalt sprechen. Ich bin stolz auf mich. Alles richtig. Ist mir jetzt egal. Ich bin vor 5 Stunden erst aufgewacht. Das klingt, als wär's mein Problem. Ich vor 6 Stunden. Hallo, ich war nicht fertig. Ich dachte, ob ich hinbekommen. Zähne kenne ich auf jeden Fall nicht. Das ist meine beste So, noch eine schöne. Noch eine schöne. Deltarune-Referenz. Ah, super, die wird wahrscheinlich fast niemand hier verstehen. Ja, hallo, eine schöne. Ja, boi. Jetzt ist Spaß. Ich habe nur die ersten 2 Folgen von Günthers Deltarune-Netzplay geguckt, weil ich es innerhalb eines Tages fertig hatte, das Spiel. Ich habe es inzwischen auch längst fertig gespielt. Die Folgen sind nur halt deutlich hinterher. Ich weiß. Warte mal bitte kurz, Leute. Ich bin gleich wieder bei euch. Das, was ich bekommen habe, ist eine Hörbuchreferenz. Es ist eine Hörbuchreferenz. Ich bin gleich wieder bei euch. Okay, dann erstmal gleich kurz nicht einloggen, wenn das Ding hier rum ist. Klar. Okay. Ihr könnt schon mal schreiben, aber nicht ein. Ich gehe gleich. Was? So, ich logge nicht ein. Ich warte, bis er wieder da ist. Ah, meine Fresse, ist so cool. Ich glaube, es gibt mir da noch ein Effekt. Also was da ist, weiß ich. Aber ich weiß nicht, was das soll. So, hat jemand meine schöne Deltarune-Referenz gekriegt? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich würde es halt. Vielleicht, wenn ja, erkenne ich sie nicht. Potassium! Dann habe ich sie nicht. Das würde ich erkennen. Das ist eine wichtige Referenz. Aber das Ding ist halt, ich habe natürlich nicht Potassium hingeschrieben, sondern in einem anderen Ton was anderes. Ja. Ich habe sogar auf die Rechtschreibung geachtet, weil ich habe es immer falsch geschrieben. Fucking hell. So. Ich glaube, wir können noch nicht wieder einloggen, oder? Ja, warte. Oh, wir haben die ganze Nacht. Ja. Bist wieder ich dachte, jetzt ich bekomme voll das komplizierte Wort, wo ich 3 Stunden schreiben kann, jetzt richtig viel Glück habe und richtig viel Zeit habe. Und dann also, ihr könnt wieder einloggen, wenn ihr wollt. 23, 24 und rein da. Ja, da machen gleich 5 Leute. Wow, aha. Ist das schwer. Okay, das bekomme ich hin. Wer pinkt mich auf Discord gerade durchgehend? Yay! Das ist schön, vielleicht ist einer von uns. Vielleicht machen wir. Ich glaube irgendwie, es ist Noah. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, er ist es. Ich habe mir eben auch gedacht, ne? Muss ich da jetzt? Ich weiß jetzt nicht. Das ist ja viel zu einfach. Günther, darf ich am Ende des Videos Werbung für meinen Kanal machen? Nein. Ich setze meine. Du wirst.
Junge, das ist das Einzige, wie ich das beschreiben soll. Weil. Oh. Scheiße, Mann! Konnte ich mal richtig fertig schreiben. Ich mag den Begriff, aber ich kann nicht malen. Spoiler, ich weiß. Was zum Fick? What is this? Demon ahoy. Ich bin so scheiße. Niemand wird's erkennen. Wenn man meins erkennt, muss man schon so unzufällig sein. Jeder wird denken, das ist eine Pepperoni. What is this? Es gab sehr viele Pepperonis. Das stimmt, nur nicht für mich zu essen. Also mein letztes ist richtig gut. Ich glaube, eine Pepperoni werde ich die Runde essen von dem, was ich zwischendrin hatte, aber wir werden es sehen. Mhm. Ja, ich glaube, meine wird das sein. Ich wusste es! Ich komme das von hier. Kannst du sehen? Also wenn das am Ende Kabuto nicht Wort für Wort da steht, esse ich Kabuto. Kabuto? Bist du? Meine Fresse, Mann! Warum? Das ist das. Interessant. Wieso ist was Rotes? What the fuck? Ah, yes. Ich mag den erotischen Blick von dir. Oh mein Gott. Also Jan, hier Shoutouts auch an dich. Du wolltest wohl auch nicht, dass ich Pepperoni esse heute. Keine Sorge. Wie gesagt, ich will nicht, dass du fett wirst. Denn das ist dein einzige das ist das Einzige, was deine Persönlichkeit definiert. Und deshalb will ich's nicht. Ah. Ich habe die ganze Zeit überlegt, den Witz zu machen, dass dass Günther fett ist. Und jetzt. Wie oft willst du noch als letztes einfach nur Walla Krise schreiben? What the fuck? Walla Krise. Och, ja. Wow. Walla Krise. Ja. Okay, der Scheiße. In Englisch. Was im Hintergrund sollte bestimmt. Ah, jetzt. Also, die meisten Scheiße. Oh mein Gott! Nein! Ihr habt's geschafft, Scheiße, dass es nicht richtig durchkommt. Wie cool! Welcher Vollidiot hat sich auf Englisch geschrieben? Ich hab's immer noch ganz cool dargestellt mit dem T. So, ja, das ist das, wo ich glaub, das kommt durch. Weil wie zum Fick wollt ihr das nicht schaffen? Selbst ja, ich hab's erkennbar. Pokéball. Oh, nee. Gibber? Das also, zählt. Das geht halt nicht, dass man das verkackt. Ja. Ich hab schon Angst, Günther wird ein sowas schreiben. Einfach irgendwie scheiße schreiben. Ja, statt Pokéball, Ultraball. So. Oh! Sekunde, das war zwar sehr billig, aber Pepperoni. Ja, nichts. Wenn es nochmal sowas passiert, schreiben wir alle permanent noch Pokéball. Nein! Ja. Ich hab ja gesagt, das wäre nicht. Wir schreiben. Permanent Günther. Nächstes Mal schreiben wir einfach alle privat an und sagen wir dem alle dasselbe Wort. Das geht nicht durch. Oh mein Gott, nee. Doch. Ich bin das System. Ey, das war die Schau. So, die Pepperoni ist weg. Ich habe mich verabredet zum Rap zocken. Hast du es auch aufgenommen? Wenn nicht, musst du noch einen essen. Ich habe aufgenommen. Ich hab's aufgenommen. Gut. Das ist ja schön. Sehr schön. Ich weiß, ihr freut euch. So, weiter geht's. Ich will wissen. Ich find's wirklich. Ja! Okay, dann. Da wollte ich mich umbringen. Deshalb habe ich gefragt, ob Bienen Frauen oder Quatsch starten. Auf den Wespen haben ja immer die andere Sache. So, jetzt bin ich der Edgy. Wollen wir Bienen Frauen sind.
Was? What? Ich bin sehr gut. Und jetzt bin ich gespannt, da habe ich eine wunderschöne Zeichnung gemacht, die noch fehlt. Mm. Warte mal, ich muss kurz eine Antwort. Ah, das ist so cool! Nein. Ja, das sieht super aus! Ja! Kunst! Gönny ist die Pepperoni! Ich dachte, es soll Essen sein. Nein! Es gibt einen Grund, warum da Is steht! Mit einem S! Günther ist P. Was? Was? Buchstabe. Ah, okay, das ist bescheuert, mein Will. Also, damit endet hier dieses Video vom 500 Abo Special. Was habt ihr heute gelernt? Ihr seid alle durch. Abo bei Günther da. Korrekt. Und ich bin sehr enttäuscht, dass eigentlich nur ich den Günni als richtigen Furry gezeichnet habe. Was soll der Scheiß? Halt Günni mein Maul. Ist der OG. Leute, schreibt also in die Kommentare, wenn Günni einem Video 10 Pepperonis essen würde. Ich bin besser als alle zusammen, ihr seid alle Noobs. Das merken wir uns auch noch. Nein. Beste heute, ihr Loser. Also, jeder, der jetzt noch was sagen will, nacheinander mal ran, keine Werbung machen. Das schneide ich raus, wenn das wer macht. Also, will noch mal was sagen? Ja. Ich hab mehr Metallqualität als der ganze YouTube-Kanal. Gut, dich banne ich. Danke. Sonst noch was? Abonniert Günther aus der Dönerbude! Ja, ich will was sagen. Ich will was sagen. Was? Ich grüße meine Familie und ganz besonders meinen blindtauben Hund. Interessant, ich glaube, der hört das nicht. Guter Punkt, ja. Hahaha. Ha, ha. Tanken wir raus. Blindtaub und stumm zugleich ist. Oh, schön, auch. Hast du etwas was gegen blindtaube Hunde, Günther? Nö, hast du etwas gegen Behinderte? Wenn er hier über einen Voice-Chat den grüßt für ein Video, was hilft denn das? Der hört's ja nicht. Ich grüße dieser Sam, der im Jenseits ist. Trotzdem wissen jetzt mindestens 10 Personen mehr von meinem blindtauben Hund. Yay, wahrscheinlich wieder. Okay, wahrscheinlich nicht mehr, weil sich keine 10 Leute das bis zum Ende geben, aber. At the true. Das Geilste, wenn ich dieses Video gucke, wird auf jeden Fall meine Stimme immer zu hören. Och nee, darüber habe ich so gar keinen Bock, meine Stimme zu hören. Die ist so scheiße. Ich freue mich schon sehr, meine Stimme zu hören. Also, ich bin's bei mir gewohnt, zum Glück, sag ich mal. Ey, alle, die das Video sehen, müssen es disliken, dann haben wir endlich mal eine gute. Ja, alle disliken, dann hat ja, das verdammte Special Dislike. Was? Okay. Der abonniert alle den Kanal, dann können wir nochmal 500 Abo Special machen. Ja! 500 Abo, dann bringt er nochmal. Ich nehme hier ein 500 Abonnenten Special mit Leuten aus meiner Community auf und sie planen dann im Video mich zu disliken und deabonnieren? Damit wir es noch machen können! Damit wir es noch machen können! Genau. Du kommst einfach durch die ganzen Dislikes in die Trends. Roppel. Ja. Alle die abonnieren, die das Video sehen. Alle noch mal so ein tolles Video. Nach 10 Stunden wieder abonnieren, damit wir das 500 Abonnenten Special 2 machen können. Hallo, ja. Ich beende das lieber, bevor ihr noch irgendwas Verfassungsfeindliches plant. Ja, also.